ship! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first deck. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! Ah, they got one of those stunty cooks making a stew. Good move hiring that player, Jim. It'll give the team a little more, you know, whatever. Very nice stadium, Jim. If you believe the rumors, that team has spent all their extra time on the training field. They're up for this. Oh, what's this? Bloodweiser. Well, some people know what's good. Is this a fair fixture, Bob? One side is clearly more powerful than the other. You really are a whiny little bloodsucker sometimes, Jim. What's fair got to do with anything? Yeah. Huhu, hier wieder beim Quali, bei Blood Bowl 2. Eine schnelle, kurze Partie mit euch zusammen und der Nordpol Chaos Squad. Wir machen wieder die Verteidigung klar. A team based on finesse, if ever there was. Aber erst stellen wir wieder die Zwischensequenzen aus und auch den Sound des Kommentators etwas herunter. So, und dann schauen wir uns mal an. Wir brauchen natürlich unsere Aufstellung mit dem guten Blood Scorpion und auch mit unserem zweiten Chaoskrieger. Leider haben wir einen Chaoskrieger ja verloren, also nicht tot, aber naja, der ist ein bisschen kaputt für dieses Spiel. So, wen haben wir denn da hier alles auf dem Feld? Das sieht doch ganz gut aus, soweit. Der Beru wieder in vorderster Front. Preak und Manu auf der Ersatzbank. Sieht auch sehr gut aus. Und statt dem Chaoskrieger haben wir Plastiklöffel im Team. Auch das sieht gut aus. So, was haben wir hier als Gegner? Nichts. Und ausweichen. 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 Oh, gut, dass wir noch ein bisschen Tackle mit reingenommen haben. Was hat der denn hier? Was haben wir hier? Gewand. Hechtsprung. Und Fangen, alles klar. Haben wir hier? Fliegender Tackle. Ringen. Ja, Ringen scheint irgendwie beim Computer ziemlich beliebt zu sein. Ich finde ja Block besser, aber gut. Sprint sicher und fangen. Ausweichen und hier hinten haben wir den Starspieler, der kann blocken, kann nicht ausweichen, hat Kick. Oh, weg das Leder, Hechtsprung, Anstoßrückgabe, okay, alles klar. Und ein Werfer mit ein bisschen Zielsicherheit, Ballgefühl, sicherer Pass. Okay, also der, wenn der wirft, dann kommt es wahrscheinlich auch an. Alles klar. Wollen wir mal gucken, ob wir die Elfen ein bisschen kaputt hauen können. Nebenbei noch ein bisschen lecker essen hier. Also verzeiht mir meine Kaugeräusche. Aber ist lecker. So, wir bekommen einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Der Gegner hat 9 Wiederholungswürfe. Total sinnlos. Es gibt ja nur 8 Züge. Ja? Hey, Jim, how many halflings does it take to change a candle in a lantern? Well, they're very short, so maybe quite a few? My experience, it takes 6. 1 to change the candle, and 5 for me to eat. Ja, Jung, hier, mach doch mal was. Die Elfen starren schon in Ehrfurcht. Sieht so aus, als wollte er wirklich prügeln. Okay. Nehme ich wohl an.
Blitz kommt aber auf der rechten Seite. Ja, da fällt schon der erste Wiederholungswurf. Und der Koani hat ausweichen. Das juckt den da nicht. Starspieler kommt ziemlich nah nach vorne. Okay. Muss man nicht verstehen. Wir bewegen uns hier einfach mal in den Nahkampf. So. Hm. Hier nach hinten schieben. Und haben schon den ersten K.O. Das ist doch mal ein guter Start. Sehr schön. Den Bero ziehen wir mal zurück. Und jetzt hoffen wir mal, dass der Bloodscorpion heute in Form ist gegen Starspieler. Der hat kein Ausweichen, das hatten wir eben festgestellt. Und auch der ist K.O. Aber leider kriegt der hier den Ball. Naja. Man kann nicht alles haben. So. Prügeln wir ein bisschen weiter. Danke, oh. So, hier geht's noch weiter. Und auch der Cartman in Prügelreichweite. Und dann schauen wir mal, was der Elf draus macht. Schon mal zwei Spieler weniger. Ist schon mal ein guter Start für uns. Ja, die Elfen. Auch noch schön in Weiß. Sieht man das Blut schön drauf. Ah, Mischka ausweichen, okay. So nicht, mein Freund. Okay. Ja, es beginnt das übliche, wir dodgen aus euren Tackle-Zonen raus, Spiel der Elfen. Na gut, jeder Elfenspieler würde das machen. Einzelblock gegen Plastiklöffel. Jupp. Und es geht weiter, ohne dass er den Ballträger bewegt. Das ist eine interessante Strategie. Naja, Blood Scorpion. Ich bin dafür, dass du das mal direkt bestrafst. Der hat auch kein Ausweichen. So, und der Blood Scorpion geht dann direkt. Aber es war kein, leider kein Blitz. Egal. Schieben. Hier der gute Lesrak. Schiebt auch nochmal. So. Griminus. Bock auf den Ball. Griminus hat Bock auf den Ball. Sehr gut. Der Beru müsste mal... Nee, erstmal hauen wir mit dem Alloy das hier drauf. Zack. Und... Hier können wir leider nur schieben. Dann machen wir das Ganze doch hier mal mit dem Bero als Blitz. Wiederholen wir mal. Wir haben ja ein paar Wiederholungswürfe. So, das wird leider ausweichen. Na gut, wenigstens aus dem Weg. Wir bleiben da stehen.
Humans call that kinetic energy. Wir gehen dann nach hier, um den Ballträger ein bisschen zu unterstützen. So, und dann haben wir hier noch den Mischka gegen zwei Elfen. Aber der kann da ruhig stehen bleiben. Haben wir die Elfen wenigstens ein bisschen beschäftigt. So, Druck auf den Ballträger der Elfen, ist natürlich klar. Jetzt kommt der Blitz. Ah, so nicht. Und der Kuriminus hat Ausweichen. Das heißt, wir behalten den Ball. Das ist schon mal gut. Und wir haben den Blattskorpion in der Nähe. Ah, jetzt kommen sie alle zurück. Hier wird nochmal der Mischka umgeblockt, aber auch der hat Ausweichen. So ein bisschen, als würden wir die Elfen ihr eigenes Spiel spielen lassen hier. Der hat Ausweichen, der hat Ausweichen, der hat Ausweichen. So, dann sind wir wieder dabei jetzt hier. Yes, yes, ja. Hier können wir mit Beru einmal schön blocken. Und der hat kein Ausweichen. Und folgen dem Ganzen. Und der Blattskorpion haut jetzt hier mal ordentlich rein und möchte das nicht. Gucken wir mal, ob der Wiederholungswurf was bringt. Ja, er bringt was. Sehr schön. Alles klar. Und auch hier wieder die Prügelein ein bisschen nach vorne bringen. Damit wir da uns ein bisschen beteiligen können an dem Ganzen. So, immer hier. Komm Mischka, du darfst dich jetzt ausnahmsweise mal rächen hier. Der hat keinen Block. Mischka hat Block. Und bäm. So. Hier können wir noch einen hinstellen. So, und der Kuriminus selber blockt auch nochmal einen um. Weg da. Und wir bleiben natürlich neben dem Blattskorpion stehen. Der ist so ein bisschen beruhigend, wenn er neben einem steht. So. Backfisch. Frisch genesen von der Injury. Auch nach vorne an die Prügellein. Wir scheinen die Elfen hier vor uns herzuschieben. Leider noch kein Casualty für uns. Ja, aber so kriegen sie den Ballcarrier nicht um. Okay, einmal nach hinten schieben. Okay, einen Blitz hätten sie noch. Da kommt auch jetzt. Das war auch nur ein Einser. Und sie schieben wieder nur. Wieder zurück. Und dann haben wir nochmal einen Block. Aber auch der wird nur ein Einser sein. Oder sogar ein Minusblock müsste das sein eigentlich. Aber nee, er entscheidet sich rauszulaufen. Auch gut. Dann fangen wir doch mal hier an, den umzuprügeln. Ja, zumindest mal vom Beiträger weg. So. Und du haust den um. Och Mann, Blitzkorbchen. Ist doch Gewalt. Hm. So, weg da. Und weg da. Folgen. So, Plastiklöffel, einmal hier der Blitz. Wiederholungswurf. Wir haben Erdringen. Das heißt, wir schieben den lieber nur. Einmal nach da und dann nach da. Und folgen dem Ganzen. So, hier haben wir noch was zum Prügeln.
Einmal nach vorne. Und bam. Und schade. So, Cartman mit deinen neuen Klauen. Bringt zwar gegen Elfen nichts, aber mal sehen. Vielleicht bist du ja noch blutrünstiger geworden, Cartman. Oh. Immerhin, nicht wahr? Gehen wir hier mal ein bisschen nach vorne. Und unterstützen mal hier nach hinten unseren guten Beru. Denn der möchte auch nochmal richtig draufhauen. Und bleibt aber stehen neben dem Beitrag. Was war das denn für ein Geräusch? Okay. Ja, Zug beenden. Wir haben zwar keinen Raum gewonnen, aber wir haben unsere Position hier um den Ball ein bisschen gestärkt. Ein paar Elfen gelähmt. Wieder nur schieben. Da kommt jetzt gleich wieder ein Einserblock. Und wieder nur schieben. Ja, so kriegt er das nicht hin, uns den Ball abzunehmen. Aber links hat er ja auch ein bisschen Pech mit seinen Blocks. Gut, der macht immer nur Einserblocks, aber... Wieder nur schieben. Ah, er schiebt den Blood Scorpion beiseite. Klingt ein bisschen nach Kotzen, ne? Komm, Beru. Hau den mal weg hier. Der nervt. Abwehren. Müssen wir uns gar nicht erst entscheiden, ob wir dem nachrücken oder nicht. Hier ist ein Einserblock. Da ist auch ein Einserblock. Ringen hat er. Ist egal. Beide zu Boden. Den hauen wir weg. Folgen. Und den hauen wir weg. Geh mal weg vom Blood Scorpion. So, dann hauen wir den um. Leider hat er ausweichen. So, der Koali kann dann den mal blitzen. Wir machen mal einen Wiederholungswurf hier. Okay, schieben wir ihn weg. Folge. So, einmal ein Feld gewinnen mit unserem Ballträger. Und auch der Blood Scorpion, aber der will wieder nicht, alles klar. Den hauen wir um. So. Und hier oben bringen wir noch einen hin, nämlich den Mischka. Alles klar. Cartman kümmert sich mal um den hier. Und dann sind wir zu Ende mit unserem Zug. Leider potenzielle 4 Möglichkeiten, unseren Ballträger zu schubsen. Und 3. Aber er schubst nur einmal. Jetzt ist ein Blitz. Aber auch da passiert nicht viel. Irgendwie tun wir uns hier gegenseitig nicht viel. Irgendwie, ne? Könnte besser laufen. So. Wie machen wir das jetzt hier? Wir lösen das, indem wir den hauen. Der hat nichts, das heißt, wir können ihn schön hier hauen und zu Boden schmeißen. Sehr gut, den hauen wir auch. Der hat keinen Blocken, das heißt, wir können ihn schön zu Boden schlagen. Der steht auf.
Plastiklöffel haut ihn mal kurz hier. Sehr schön, einmal zu Boden mit dir. Cartman. Der hat Block leider. Trotzdem von dem Ballträger weg. So. Dann gehen wir mit dem mal nach oben. Hier die Unterstützung nach oben bringen. So, wir haben noch den Blitz über. Ach ne, da liegt einer, alles klar. Den jetzt wollen wir nicht. Wir wollen blitzen. Und zwar... Nee, müssen wir hier rum. Und den wegblitzen, alles klar. Blitz. Und hier den weg, bitte. Ja, diesmal hört er auf uns. Der hat kein Ausweichen. Perfekt. Aber der hat gewandt. Und der muss noch dran glauben. Push. Folgen. Der Beru. Komm, wir versuchen mit dem Beru mal auszuweichen. Ja, läuft. Und hier mal ein Einserblock. Läuft leider nicht, weil der Eloridas noch kein Tackle hat. Braucht er nur noch einen einzigen Punkt. Um Eloridas, das musst du doch irgendwie hinkriegen. Sieht aber gut aus momentan für unseren Touchdown. Da kommt der Blitz, allerdings gegen eine Zwei-Tackle-Zone, aber er schafft das. Aber wir haben Ausweichen. Schieben, ist alles okay. Weichen Sie dem Eloridas aus. Gut. Machen wir doch mal Folgendes. Wir hauen den um mit dem Bloodscorpion. Ach je, der hat heute keinen Spaß am Spiel, der Bloodscorpion. Aber so ist das. Manchmal haut er 5 Leute in Folge um, manchmal macht er gar nichts. Ne? So, der hat leider Ausweichen, der Frank hat auch noch keinen Tackle. Aber wir haben jetzt hier den Koali frei für einen Block. Und der hat Ausweichen. Nicht so gut. Egal. Folgen. Schieben. Bleiben. So, Kuriminus, hau den mal. Abwehren ist okay. So. Hier haben wir noch den Cartman, der kann noch prügeln. Cartman hat Blocken natürlich. So, und auch der Backfisch möchte noch einmal prügeln. Da bleiben. So, sieht doch ganz gut aus. Hier haben wir noch mal die Möglichkeit mit dem Plastiklöffel einen Einserblock zu machen. Die nutzen wir auch. Bleiben aber stehen. Zu beenden. Mal schauen, ob er noch was hier kriegt gegen unseren Ballträger. Okay, er läuft in seine eigene Touchdown-Zone. Was auch immer das soll.
da kommt der Blitz. Haha. Okay, er schafft's. Ah, und er schafft es, ihn umzuprügeln. Ja, der Ball fliegt Gott sei Dank nicht ins Aus. Das wäre es jetzt gewesen. Schade. Okay. Wie kriegen wir das jetzt hin? Ich würde sagen, hier ist der Beru. Der ist ganz prädestiniert dafür. Den Touchdown zu machen. Der hat gewandt. Das ist natürlich ein Problem. Der wird nämlich auf den Ball ausweichen dann. Schwierig. Was haben wir hier? Den Koali. Koali hat ausweichen. Das heißt, wir könnten mit ihm blitzen. Wenn er auf den Ball ausweicht, haben wir mit dem Beru nochmal die Chance. Dafür müssen wir aber zuerst... Oh, der ist in der Tackle-Zone von 2 drin. Okay, wir müssen ausweichen mit dem Blitz. Und hier hin. Okay, wir benutzen den Wiederholungswurf. Hat kein Ausweichen, das läuft perfekt. Ja. Folgen dem Ball. Dem Spiel. So. Hier haben wir Backfisch. Die aber auch ziemlich eingedeckt ist. Beru oder Koriminus. Mischka können wir noch einmal hauen. Folgen. Ist schwer. Ich glaube, ich nehme es lieber den Koriminus. Beru ist mir zu verletzt, wenn er jetzt noch... Ah, okay. Wir kriegen eh keinen Touchdown mehr. Beru hätte ihn bestimmt aufgehoben. Ich weiß es nicht. 0-0. Haben die Elfen es gerade noch mal so geschafft, den Touchdown abzuwenden. So, aber wir sind ja dran. Wir haben zumindest verhindert, dass die Elfen einen Touchdown erzielen. Hier haben wir jemanden mit Tackle. Den wollen wir drin haben, dann ging es gegen die Elfen. Alles klar, der Mischka und Backfisch müssen natürlich wieder hinten bleiben. So, der Starspieler ist auch wieder mit von der Partie. Skorpion nach vorne. Auch den Manu. Und hier haben wir den Koali, der kann in die Mitte. Frank. Eigentlich bin ich dafür, dass der Eloy das den Touchdown macht. Und er braucht nur noch einen einzigen Punkt. So. Frank hier rüber. Okay, sieht gut aus. Einstellung bestätigen. Kommt dabei. Nichts Außergewöhnliches passiert. So, und dann fangen wir an mit dem Prügeln. Wir fangen mal an mit Frank. Der hat Ausweichen und Ringen. Ein fliegender Tackle. Das heißt, wir ringen ihn einfach zu Boden. Ja, ist okay. Ist jetzt nicht so geil, aber gibt Schlimmeres. So, hier gibt es weiter. Da braucht man nämlich den Wiederholungswurf dann. Bam. Leider nix. Oh, 2 Doppel-Einsen in Folge. Das ist schlecht. Und der Ball liegt auch noch ziemlich frei für die Elfen. Das ist nicht gut.
Da kommen sie schon. Stellen sich neben den Cartman. Gerade nochmal gucken, was Klaue nochmal macht hier. Bringt doch was gegen die Elfen. Ja, jetzt kommt der Go-For-It. Er schafft es natürlich, den Ball aufzuheben. Und schon sind wir wieder in der Defensive, Leute. So, was kann der hier? Der kann nur ausweichen. Immerhin. Sehr gut. So, wir haben hier jemanden mit Tackle stehen. Nämlich den Lesrak. Und der wird auch jetzt mal versuchen, den Ballträger hier umzutackeln. Ah, Recker kann mir ausweichen. Okay, wir schieben. Wir haben noch eine Chance, ihn umzuhauen. Und das schaffen wir diesmal. Ja, auch K.O. Sehr schön. Immerhin ist der Ball dann jetzt wieder frei. Wir können hier wieder aufstehen. Aufstehen. Und aufstehen. So. Dann holen wir uns jetzt mal den Ball und laufen hier mal rüber. Who could imagine that a foul deformity of the body would be so effective on a Blood Bowl pitch? So, der Elorius haut mal diesen Elfen. Hier neben den Blood Scorpion schieben. Und dieser Viecher wird ihn jetzt hoffentlich in die K.O.-Box befördern. Jawohl! Sehr gut! Für einen Elfen auch eine ziemlich beschissene Verletzung jetzt gerade. So, hier der Manu geht ein Stück nach vorne. Und sonst können wir hier nicht viel machen. Wir müssen hier noch einen zurückgehen. Ballträger steht jetzt nicht sonderlich gut da. Aber wir versuchen unser Bestes. Solange die Elfen hier nach links laufen, ist mir das völlig egal. Da kommt der Blitz. Okay, er schafft es auch. Aber er schiebt nur. Der hat jetzt ausweichen müssen. Ja. Cartman kriegt's auch vom Mütz. Die arme Plastiklöffel. So. Ballträger ist unter Druck. Das heißt, wir brauchen den Lesrak, der aber heute wieder mal nicht in Form ist. Schade, schade. Eigentlich. So, dann machen wir das hier. Wir nehmen hier mal den Blood Scorpion. Ach, wir haben schon geblitzt. Blöd. Na gut, dann gehen wir einfach nur in Krügelreichweite. Hier die Leute auch mal schön heranziehen. So. Backfisch. Na komm, mit Ausweichen musst du es eigentlich hier durchschaffen. So.
noch mehr hier auf den Ball bringen. Aufstehen. Aufstehen. Und hier haben wir die Möglichkeit zum Prügeln. Und der hat nur Ringen. Das heißt, nun ringen wir mal zum Boden. So. Und dann beenden wir unseren Zug. Hier ist die Möglichkeit, dass er da blitzt, aber so viel bringt ihm das da jetzt auch nicht. Aber er wird es wahrscheinlich trotzdem machen. Ja. Aber Backfisch hat ausweichen. Jetzt haben wir sogar einen, noch mal einen Doppelblock. Ja. Wieder passiert uns nichts. Cartman, hier gegen drei Elfen ist es natürlich schwer zu bestehen. Okay. Aufstehen. So, jetzt haben wir hier erstmal diesen Block zu machen. Der hat kein Ausweichen, das heißt, der wird auch zu Boden gehen. Wir bleiben stehen. Hier haben wir einen Block. Den schieben wir. Ja, müssen wir weiter schieben. Okay. Ali, Kuriminus und Mishka haben wir. Wir haben aber auch Lesrak. Mit dem würde ich gerne hier den Blitz machen. Und wir haben echt momentan ein bisschen Pech mit unseren... mit unseren Würfeln. So, hier einmal zur Unterstützung den Koali nach vorne ziehen. Der hat Ausweichen, aber der Manu hat Tackle. Haben wir ihn frisch gekauft, glaube ich. Und wir bleiben stehen. So. Mishka, einmal nach hier. So. Cartman, rech dich mal. Der hat kein Ausweichen. Gucken, da wird er jetzt ein Problem haben, denke ich. Ja, schade nicht, leider. Plastiklöffel reicht sich auch. Und braucht einen Wiederholungswurf. Aber geht dann sicher und souverän hinter den Elfen hinterher und knockt ihn sogar aus. Perfekt. Jeder Elf weniger auf dem Feld ist ein guter Elf. So. Schauen wir mal, was die Hochelfen jetzt noch machen. Möglichkeit auf einen Block gegen den Ballträger haben sie. Aber der ist nicht besonders gut. Nutzen wir ihn auch momentan nicht, zumindest jetzt noch nicht. Okay, wir wollen hier den Blattskorpion schieben. Ich hätte eigentlich dahin getippt, aber naja, gut. Wir wollen zwei Leute auf den... Ah, wollen sie nicht? Alles klar. Gut. Der hat auch kein Gewand. Okay. Dann gehen wir einfach wieder ein Stück nach vorne. Und kloppen mal den ersten Elfen raus. Aus dem Spiel. Jedenfalls von denen, die hier auf der Seite sind. Und der ist sogar verletzt. Perfekt.
Läuft bei uns. So, dann haben wir die Möglichkeit. Hier einen Doppelblock zu machen. Der geht auch super. Wir folgen. Ah, jetzt habe ich auf Bleiben geklickt. Ah. Koali kickt mal den nächsten Elfen nach draußen. Aus mit dir. Ah, der ist gewandt. Ah, okay. Schade. Dann gehen wir hier hin. Der Blattskorpion stellt sich nach. Nein, du gehst dahin. Den Blattskorpion will ich da weg haben. Der hat aber wieder keinen Bock. Next time they should hire a team player. So. Mal hier wieder die Elfen ein bisschen engagen, nennt man das, glaube ich, auf Englisch. Ja. Und der Cartman hier mit seinem 1er-Block-Duell gegen den Starspieler. Zug beenden. Oh, jetzt kommt der Block. Er will den Blattskorpion raushaben. Boah, und Blattskorpion ist gelähmt. Von so einem blöden Elfen. Komm, das kannst du mir nicht ansagen hier. Nee, nee, nee. So viel Sand und keine Förmchen. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir den umhauen. Oh, tu mal. AKO, perfekt. Dann Loridas nach hier. Manu nach hier. Within grasping range of the fans. Koriminus nach hier. So, und jetzt hoffen wir auf einen guten Pass. Sehr schön. Hier haben wir die Möglichkeit zum Block. Ah, der Dringen. Okay. Oh, wieder beide. So. Einmal kurz unterstützen. So. Der ist auch wichtig, dass er da stehen bleibt. Cartman in seinem ewigen Kampf gegen den Starspieler. Hau ihn auf! Hau ihn kaputt! Nee. So, wer von den beiden ist hier gefährlicher? Der hat nur Ausweichen. Der hat hier Werfen, das heißt wir hauen auf den Werfer. Sehr gut. Umhauen, wir tun ihn. Und wie Yoda reden wir müssen. So. Alles klar. Sind auf dem Weg zum Touchdown mit dem richtigen Spieler auch noch. Momentan läuft alles ganz gut. Kommt ein Blitz gegen Plastiklöffel. Da hauen sie Plastiklöffel um. Wir starten damit, dass wir den Lestrak nach oben ziehen und den hier mal aus dem Spiel entfernen. Weg mit dir. So, dann haben wir den hier. Der ist kein Block. Perfekt. Aufstehen hier. So. Der gute Blattskorpion möchte wieder nicht mitspielen. Der niedliche Blattskorpion möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden.
So. Und ewiges Duell. Ah, komm, Partner. Bald hast du ihn in den Fans. Dann bist du ihn los. So. Zwei Go-For-Its für den Touchdown. Da haben wir jemanden mit Ausweichen dran. Alles klar, wir gehen mal nach hier. If the player is pushed, it will finish in the public. And in general, fans are much more dangerous than players. Okay. Einmal wirst du den Touchdown vorbereitet. Viele Elfen sind nicht mehr über. Ja, und der Blitz geht nicht Richtung Ball, das ist gut. Na, diesmal geht Cartman down. Und unser letzter Zug, und wir gehen kein Risiko ein, sondern wollen das Spiel gewinnen. Eloridas macht den Touchdown und steigt damit auf eine Stufe auf. Yeah! So, nehmen wir den Bero in vorderster Front. Den würde ich gerne austauschen gegen den Manu. Jetzt ist der Bero nicht noch verletzt auf verletzten Meter. Und dann behalten wir die Einstellung. Kicken den Ball hier irgendwo hin. Jetzt hoffen wir mal, dass der Gegner keinen Extrazug bekommt. Nein, kriegt er nicht. Wir bekommen einen extra Wiederholungswurf, mit dem wir nichts mehr anfangen können. Und warten jetzt, wie der Computergegner wieder Unsinn macht. Wie immer, wenn er nur noch einen Zug hat und eigentlich nichts mehr gut ist. They're building a cage around the ball. It's a solid tactic. La 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 la. Dann beeil dich. Ich will Starspielerpunkte ausgeben, also hier Aufstiege vergeben. Ja. Gathering around that lone player, like halflings round a sandwich. Jo, 1-0 gewinnen wir gegen die Hochelfen. Und der Frank ist Spieler des Spiels, das kommt ihm sehr entgegen, weil er da in seinem Aufstieg etwas weiter entgegenrückt. So, wir haben 12 Rüstungsbrecher gemacht. Der Gegner nur einen einzigen. Und ja, sonst sieht die Statistik etwas mau aus, finde ich, gegen die Elfen. Du bist für die nächste Liga in einen höherrangigen Wettbewerb aufgestiegen. Juhu! In den Mega-Cup. Und da spielen wir gegen Zwerge. Und jetzt wird es, glaube ich, ganz interessant. Jetzt kommen die ganzen Prügeltreams wahrscheinlich. Können ja mal reingucken in den Mega Cup, wer da so alles drin ist. Wir haben hier Skaven, wir haben auch wieder Hochelfen. Und wo sind denn die Zwerge? Gar nicht da. Ah doch, hier. Da sind die Zwerge. Ein Bretonenteam. Ein Chaos-Team. Dreimal Dunkelelfen. Nochmal Chaos, das sind wir. Nochmal Dunkelelfen. Nochmal Chaos.
Zweimal Orks, dreimal Orks. Nochmal Chaos. Ah. Okay, ich bin gespannt, wie das nächste Mal aussieht gegen die Zwerge. Schauen wir mal in unsere Nerdpool Chaos Squad rein. Da stehen wir. Und der Elorias hat seinen Aufstieg redlich verdient. Stufe aufstehen, Würfel werfen. Ein Pasch. Ja, das haben wir jetzt schon öfter gehabt. Aber nein, nein, nein. Wir geben ihm Tackle. So. Alles klar. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann beim Spiel gegen die Zwerge wieder und da wird der Zwergenpaladin vor Aufregung vor seinem Bildschirm hin und her hopsen. Schönen Gruß an dieser Stelle an den Zwergenpaladin. Bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Koran. Tschüss. Yeah.